Das Fertighaus der Familie Kempf in der Nähe von Münzingen wirkt von außen wie ein ganz normales Einfamilienhaus. Doch was die Heizungstechnik angeht, geht die Familie seit dem Hausbau im Jahr 2018 einen ganz anderen Weg. 9 Infrarotheizungen sorgen im gesamten Haus dauerhaft für angenehme 22 Grad. Also die Idee kam tatsächlich von dem Herrn, der uns das Haus verkauft hat. Der hat uns angesprochen und hat gesagt, möchtest du nicht mal probieren oder eine Infrarotheizung dir anhören, wie die funktioniert? Ob das vielleicht nicht besser wäre wie eine Gastherme? Dann sage ich, okay, wir sind eigentlich innovativ und wir sind auch sehr offen für neue Dinge. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht beim Hans-Peter Haller und haben uns komplett von seiner Euphorie mitnehmen lassen. Er hat uns das auch sehr genau erklärt, wie das funktioniert, die ganze Funktionsweise einer Infrarotanlage. Und das hat meine Frau und mich zu 100% überzeugt, dass wir die Gastherme weglassen und ein Komplettsystem mit einer Infrarotheizung, einer PV-Anlage und auch einen Ökoboiler installieren wollen. Bei Verwandten und Freunden hat die Entscheidung, ein Haus ohne konventionelle Heizung zu bauen, für Kopfschütteln gesorgt. Und die Reaktion von meinen Freunden war natürlich schon sehr witzig. Das System damals war noch unbekannter, wie es heute ist. Und es kannte wirklich keiner, konnte auch sich nicht vorstellen, wie das funktioniert. Und das Witzige war, also einer meiner Kameraden hat tatsächlich gesagt, also wenn er im Winter friert, dann könntest du gern zu uns kommen und dich aufheizen, ja, an unserem Kachelofen wärmen. Und da habe ich eigentlich nur lachen müssen und sagen, nein, das wird schon funktionieren, da bin ich sehr sicher. Insgesamt sind im gesamten Haus von Familie Kempf nur 9 Heizungsmodule verbaut. Der gesamte Energiemix für Heizung, Warmwasser und Strom kostet die Familie pro Monat und nun bitte ganz genau hinhören, unter 30 Euro. Also unser Verbrauch ist tatsächlich insgesamt für alles zusammen 8000 Kilowattstunden. Das setzt sich zusammen so circa aus 4000 Kilowattstunden Lichtstrom, also für den Haushalt, ungefähr 3000 Kilowattstunden für Heizen und ungefähr 1000 Kilowattstunden für den Ökoboiler. Also der monatliche Abschlag ist bei uns tatsächlich 29,90 im Monat, wo wir für Brauchwasser, für die Brauchwasserwärmepumpe bezahlen, für Heizen und für Haushaltsstrom. Und unsere Anlage erzeugt so viel Strom mehr, dass wir am Jahresende noch ungefähr 800 Euro Rückvergüte bekommen. Doch nun mal zum System. Wie funktioniert überhaupt eine Infrarotheizung? Unser Prinzip funktioniert dann so, wenn ein Strahl ins Haus reinkommt, egal von der Sonne oder von uns, dann springt ein Infrarotball auf den Boden, man hat eine Drehbewegung und springt die Einfallswinkel, Ausfallswinkel weiter. Und wenn die Sonne weg ist und wenn die Heizung aus ist, springen diese Bälle weiter, so lang, bis alles gleichmäßig warm ist, erwärmt ist. Wenn ich abends heimkomme und habe 20 Grad, ich mache die Heizung an, dann habe ich sofort warm, weil ich die direkte Strahlung habe. Und wenn die Heizung dann ausschaltet, bei 22 zum Beispiel, sind die Wände warm, dann erwärmt mich die Wände. Neben einer genauen Planung der Anlage kommt es auf die perfekte Platzierung der einzelnen Infrarotmodule an. Immer am besten von der Außenwand Richtung Innenwand, weil die Sonne kommt ja auch von draußen rein. Ich habe sie noch nie aus dem Haus rausscheinen sehen. Und die kommt auch nicht an die Decke, was alle immer sagen, das sei das Tollste. Weil wenn man da direkt drunter sitzt, dann muss man also mindestens aus Mittelafrika kommen, um das zu ertragen. Und ein Mitteleuropäer erträgt das nicht. Und außerdem ist es so, gibt es Leute, die machen das über den Tisch und wundert sich, dass unter dem Tisch nicht warm wird. Weil nachher diese Infrarot-Ebälle so lange brauchen, bis sie da unten sind, dass er nachher dann schon kalte Füße hat. Und wenn es halt an der Wand ist und durch das, dass unsere Heizung sich vorne wölbt, die wird konvex, strahlt die im Winkel von 160 Grad auch gleich unter den Tisch. Ja? Und dann habe ich alles gleich warm und auch ein warmer Fußboden, wie gesagt, eine warme Decke und eine warme Wand. Aber ich darf halt keine Luft warm machen. Auch den Vergleich zu den konventionellen Heizungen braucht die Infrarotheizung bei den Investitionskosten nicht scheuen. Dieses Haus hier hat ja 150 Quadratmeter, hat jetzt so die 9 Heizungen. Ja. Und es kommt aber auch daher, wenn wir auch große Heizungen herstellen können, weil sich unsere nicht verbiegt. Und nachher reicht für so ein großes Wohnzimmer wie hier mit fast 40 Quadratmeter reichen 2 Heizungen. Und da wird alles warm, das funktioniert. Ja. Und die läuft ja am Tag vielleicht bis 2 Stunden in so einem super Neubau hier. Und die Investition ist ungefähr 10.000 Euro. Nachher kommt noch eine Brauchwasserwärmepumpe dazu, nachher bin ich auch nochmal bei 4.000, 5.000. Und dann mache ich natürlich noch Photovoltaik drauf und Stromspeicher dazu. Die Systeme sind laut dem Experten nicht nur für Neubauten, sondern auch für bestehende Gebäude interessant, auch wenn es keine Förderung gibt.
Wir heizen ja auch historische Gebäude mit dem größten Vorteil, dass wir die Wände erwärmen. Und dadurch, dass eine Wand trocken ist, hat sie einen besseren Heizwert. Ja? Und dadurch haben wir einen niedrigen Energieverbrauch. Ja? Also wir haben viele alte Häuser auch schon umgerüstet. Und die haben dann alle im Winter das erste Mal haben die keine trockene Luft. Und die Feuchtigkeit hängt an der Wand von den Blasen, von der Luftheizung. Sondern da gibt es auch keinen Schimmel mehr oder sowas, weil mir die Wände ja trocknet. Und da wir immer Außenwand Richtung Innenwand strahlen, 80% vom Haus sind Innenwände. Und die Innenwände warm zu halten, ist nicht schwer, weil wo will die Wärme hin an der Innenwand? Nochmals zurück zur Familie Kempf. Was ist für Sie neben den geringen Energiekosten das Besondere an Ihrem System? Das Besondere ist tatsächlich dieses Wohlfühlklima im Haus, muss man ganz klar sagen. Also ich habe überall gleichmäßig die Wärme verteilt, weil ja alle Körper im Raum erwärmt werden, sodass ich auch sozusagen auch eine halbe Fußbodenheizung habe damit. Also besonders auch für meine Frau sehr angenehm, die ja immer auch bekanntlich kalte Füße haben. Und auch der Tisch, die Wände, der Boden, die Küche, egal, alle Körper werden warm. Und das strahlt ja auch die Wärme zurück und das empfindet der Körper als sehr angenehm. Also, und ich habe überall im Raum verteilt immer die gleiche Temperatur. Das ist uns auch sehr wichtig. Also ich habe nie oben warm und unten kalt, sondern überall im Raum die gleiche Temperatur verteilt. Dann wünschen wir Familie Kempf noch weiterhin viel Spaß mit ihrem Energiesystem und viel Freude an den geringen Energiekosten. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.